Leute, ich melde mich heute mit Skipper. Hey! Weil so viele von euch gefragt haben, machen wir heute eine Food-Challenge. Welche war das nochmal? Die Baby-Food-Challenge, die macht jeder. Okay, los geht's. Schön weit auf. Schmeckt ganz passabel. Was? Ja, es ist, ich denke Kürbis. Nö, Macaroni mit Käse. Was? Noch ein Löffelchen? Es ist lecker. Schmeckst du jetzt den Käse? Nein. Komisch. Sie möchte gar nicht mehr aufhören, so zu lachen. Und wegen der Farbe frage ich lieber nicht. Erbsen? Nur Erbsen. Nur Erbsen? Ja, probier doch einfach nochmal. Nein, ich hab schon, weißt du. Oh, komm schon. Bist du dran. Daneben nicht. Ja. Das ist einfach. Das ist Apfelmus. Vielleicht auch Cranberries oder so. Wow, du bist immer besser. Ja? Es sind Äpfel und Blaubeeren. Ja. Und, lecker? Nein. Könnte Truthahn oder Hähnchen. Naja, es ist oder Truthahn. Was mit. Und? Keine Ahnung. Mit Getreide und Süßkartoffel. Willst du noch was? Ich denke nicht, aber dankeschön. Na, na, na? Ich hab dich am Anfang in die Irre geführt. Ich hab's geahnt. Sie ist ein kleiner Teufel. Es sind Birnen. Es sind Birnen. Ja. Ja. Kann man das beruflich machen? Ja, vielleicht könnte ich damit viel Geld verdienen. Schmeckt gar nicht so übel. Versuch mal. Bananen? Aprikosen? Denke an Herbst. Kürbis? Ja. Wirklich? Mund auf. Ich habe keine Ahnung. Na, dann ist mehr. Na, hier. Das hier ist stückiger. Das ist Hühnchen mit Gemüse. Ach, hör auf. Ja, wie bei Hühnersuppe. Hätte ich nicht rausgeschmeckt. Ding! Also, wie war ich? Oh, naja, du hattest zwei komplett richtig. Dann von dem hier nur die Hälfte. Bei dem hast du versagt. Ich denke mir für die Bewertung ein Punktesystem aus. Wir sollten nichts verkommen lassen. Und okay. Noch einen für die Oma. Gern doch. Tschüss. Tschüss. Wir sollten das mit Chelsea spielen. Sie findet das bestimmt toll. Ja, aber nichts vorhersagen. Nein, 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 aber sie wird gut darin sein. Ja, okay. Hey, Leute. Hey, alle zusammen. Also, die Leute fragen dauernd nach unserem Schwesternquiz. Außer euren Fragen haben wir uns die allerlustigsten rausgesucht. Mhm. Soll ich anfangen? Ja, leg los. Alles klar. Was haben wir gemeinsam? Wir haben eine Menge gemeinsam. Mhm. An erster Stelle, dass wir beide Musik lieben. Ja, aber das ist so allgemein. Ja. Es muss genauer sein. Okay, wir lieben beide Musicals. Besonders die Klassiker, wo sie singen und dabei Wasserballett machen. Ja. Mit welchen drei Wörtern würde ich mich beschreiben? Ich weiß es. Mutig, witzig und einfallsreich. Fast. Fast? Aufgedreht. Witzig und einfallsreich. Aufgedreht? Findest du mich etwa nicht aufgedreht? Na ja. Ich mach doch nur Spaß. Ihr wisst doch, ich bin ziemlich gelassen. Ja, ich finde, Stacy ist eher aufgedreht. Aber ich liebe deine Gelassenheit. Und du bist übrigens total mutig und einfallsreich. Leute, sie hat seit kurzem eine Babysitterfirma mit ihren Freunden. Ja, wenn ihr einen Babysitter braucht, ruft mich an. Ruf sie an. Habe ich einen Spitznamen für dich? Nein. Doch, ich nenne dich Skip. Ah ja, stimmt. Hab ich auch einen für dich? Klar, Barbie. Oh, stimmt ja. Ihr vollständiger Name ist nämlich das Barbara. Stimmt. Wirklich? Okay. Worüber haben wir zuletzt gesprochen? Deinen Namen? Ich meine doch vor dem Vlog. Oh, mein Roboterprojekt? Ja, aber die Frage war zu einfach. Ich frag dich eine neue. Gibt es etwas Merkwürdiges, das ich esse? Oh, Honig auf Schinken-Sandwiches. Ja, ich liebe Honig. Welches Gericht müssen Mom und Dad für mich kochen, wenn ich schlecht drauf bin? Gefüllte Chilischoten. Klingt mehr nach was, was du isst. Stimmt, da hast du recht. Letzte Frage. Letzte Frage. Was ist die schönste Erinnerung, die ich von uns zusammen habe? Das ist einfach die Dachfee. Oh, die ist tausendmal besser als die Zahnfee. Ja, oder? Peace. Schwesterherz, ich liebe dich. Ich dich auch. Hi. Also, meine Freunde und meine Schwestern haben mich gefragt, ob ich was zum Thema Entschuldigung machen will, weil ich einiges zu dem Thema zu erzählen habe. Die meisten von uns sagen Entschuldigung, obwohl sie es gar nicht meinen. Ich finde, das ist ein richtiges Problem. Insbesondere bei uns Mädchen. Wir sagen es oft, wisst ihr, sehr oft. Als wär's so ein Reflex und dann fangen wir an, alles als unseren Fehler zu sehen. Jemand rempelt uns an und wir sagen, Entschuldigung. Ihr geht ins Restaurant und euer Essen ist kalt und ihr sagt, Entschuldigung, aber könnten Sie es nochmal warm machen? Wir sind begeistert und machen Luftsprünge wegen etwas, worüber wir uns richtig freuen und im nächsten Moment sagen wir, Entschuldigung, als wenn wir zu aufdringlich wären. Und sogar, wenn wir traurig sind, sagen wir Entschuldigung, damit der andere nicht auch traurig wird. Wir wollen die Leute nicht verärgern und das sollten wir auch nicht. Ich meine, es ist total wichtig,
dass wir nett und aufmerksam und höflich sind und uns aufrichtig entschuldigen, wenn wir wirklich was falsch gemacht haben. Aber Entschuldigung ist ein erlernter Reflex. Jedes Mal, wenn wir uns reflexhaft entschuldigen, nehmen wir uns ein kleines Stück Selbstbewusstsein. Also habe ich meine Freunde und Schwestern aufgefordert, einen ganzen Tag lang nicht Entschuldigung zu sagen. Das war hart. Ihnen war ganz und gar nicht bewusst, wie oft Sie das Wort sagen. Wir sind schon beim nächsten Schritt der Herausforderung. Wenn ihr traurig seid, sagt ihr nicht Entschuldigung, sondern Danke, dass du meine Gefühle verstehst. Wenn man euch kaltes Essen serviert, sagt ihr Danke, dass Sie mein Essen aufwärmen. Wenn uns jemand anrempelt, sagen wir Oh, schon okay. Und lächeln dabei. Ihr habt so viel mehr Macht, wenn ihr Danke anstelle von Entschuldigung sagt. Es verändert wirklich die Dynamik. Ihr könnt es richtig fühlen, wenn ihr das macht. Und nun bitte ich euch, zu beobachten, wie oft ihr Entschuldigung sagt. Und dann ändert ihr das. Danke, dass ihr meinen Vlog schaut. Peace! 4 Millionen Abonnenten! Was für eine unfassbare Community! Danke, Leute! Perfekt. Die Dosen müssen auf jeden Fall auch ins Bild. Danke, Stacy. Herzlich willkommen. Alles klar. Also für die Rubrik Probier mal was Neues hat mich meine Schwester Stacy dazu überredet, die Essen- oder Anziehen-Challenge zu machen. So krass, dass du das durchziehst. Ist das abgefahren. Also, Stacy hat diese Dosen hier mit ganz verschiedenen Sachen gefüllt. Und ich muss mich entscheiden, ob ich davon esse oder einen großen Schluck nehme oder ob ich es über den Kopf kippe, weil man es anziehen kann. Bereit? Na los. Nummer 1. Oh, das ist Nudelsoße. Ich liebe Nudeln, also werde ich sie trinken. Die war lecker. Danke, Stacy. Nun zu Nummer 2. Okay, also, es sieht aus wie Limo. Das riecht wie Sojasoße. Ist da Sojasoße drin? Hat da Jess ihre Finger im Spiel gehabt? Also gut, ich kippe mir das nicht über den Kopf, also werde ich das wohl trinken müssen. Aber du musst mir versprechen, dass Chelsea mich nicht erschreckt, damit es mir wieder aus der Nase rausschießt. Ich nehme einen Riesenschluck. Aufgepasst! Puh. Oh, Chelsea, das war so klar. Na gut, letzte Dose. Es ist grün. Schwer zu erkennen, was es ist. Da es grün ist und ich nicht weiß, was es ist, sollte ich es auch nicht essen, also muss ich es wohl anziehen. Na dann, Augen zu und durch. Oh Gott, es ist total kalt. Alles klar, hi. Ich hoffe, die Essen- oder Anziehen-Challenge hat euch gefallen. Peace. Stacy, holst du mir bitte ein Handtuch? Okay, Leute, weil ihr es unbedingt wolltet, die Money Count Challenge. Lass dich so wackeln. Mach ich das richtig? Das war ich jetzt. Ja, das ist Eva. So wird das nie was. Leute, wir kriegen das schon hin. Quack, quack. Nein. Autsch. Das kann ich rausschneiden. Hey, Leute. Oh, alles klar. Läuft bei euch. Bin ich zu schnell? Ganz ruhig halten. Ich mach mal langsamer. Was passiert eigentlich, wenn ich dich kitzle? Genau hier. Oh. Ich kann gerade nicht telefonieren. Wow, das war mega. Das war so gut. Die beste Manager-Challenge. Okay, Leute, habt ihr erraten, was das sein sollte? Genau, Lasertag. Seid ihr alle bereit? Ja. Peace. Im Ernst? Hallo allesamt. Das hier ist Chelsea, der ich mein Softdrink-Drama verdanke. Meine jüngste Schwester. Hallo zusammen. Chelsea wollte heute eine Challenge starten. Etwas, das wir schon oft gespielt haben. Ja, die Tierpantomime-Challenge. Die Regeln sind ziemlich simpel. Ihr müsst nur das Tier erraten, das auf dem Zettel steht. Ohne Geräusche. Wir wollen unseren Rekord von 6 richtigen Tipps in einer Minute brechen. Okay, bist du bereit, Chelsea? Aber sowas von. Alles klar, und ab geht die Post. Schnecke? Faultier! Ja, du! Possum, eins, das sich totstellt, stimmt's? Oh. Meerjungfrau, Chelsea, das ist doch keine Tierart. Sie sind zur Hälfte Tiere. Ja, das stimmt. Ich nehme trotzdem ein neues. Okay. Ein Känguru? Hase? Kaninchen, lass ich gelten. Los!
Ein Aal, ein Fisch. Oh, ist schon gut. Nimm ein neues, mach schon. Affe. Mhm. Erdferkel. Woher wusstest du das? Ich hab das geschrieben. Oh, Spinne. Oh. Schlange? Hatten wir die nicht vorhin schon? Die Antwort lautet Wurm. Wir waren so nah dran. Wie viele haben wir erraten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, warte, Schlange lassen wir nicht gelten. Weil ich gezischelt habe. Nicht so schlimm, wir haben 6, wie beim letzten Mal. Mhm. Schlag ein. Also, was sollen wir das nächste Mal für eine Challenge für euch machen? Wollen wir uns verabschieden? 3, 2, 1, Peace! Bis bald! Und? Hast du super gemacht! Hi Leute, die ungeschlagene Nummer 1 in euren Vorschlägen war, kannst du bitte Ken dein Make-up machen lassen? Also nur für euch. Hey Leute. Na dann, freust du dich schon auf deine Challenge? Ich freue mich total darauf. Ich bin allerdings etwas nervös, aber viel wichtiger ist, ob du dich freust. Also, wenn du nervös bist, dann bin ich jetzt wahrscheinlich auch nervös, aber die Freude ist größer. Für unsere Schulaufführung in der 8. Klasse habe ich mich übrigens selbst geschminkt. Ja, du warst der Frosch. Du warst der Frosch? Ja, gib mir einen grünen Lidschatten und ich bin einfach unschlagbar. Oh Mann. Okay, das mache ich nur für euch, Leute. Ken, bist du startklar? Ich denke schon. Ist das hier Concealer? Oh, das ist jetzt nicht dein... Das ist jetzt nicht gerade so, wie es aussehen sollte, aber das war wohl zu viel Puder. Tut mir sehr leid. Ich lass einfach die Augen zu. Das gefällt mir irgendwie nicht. Hast du gerade deinen Finger abgeleckt? Perfektion braucht Zeit, Freunde. Ich will dir nicht erklären, wie du deine Arbeit zu machen hast. Danke sehr. Niemand hat Picasso erklärt, wie er malen soll. Wunderübsch. Du bist so bescheuert. Meinst du, es wäre mich? Okay. Seht selbst. Bist du dir sicher? Der Logo. Bist du wirklich fertig? Na dann. Ach du meine Güte. Das ist total süß. Dir gefällt's. Ja, ich bin eine Katze. Oh, das hast du super gemacht, Ken. Danke sehr. Gute Arbeit. Bereit? Na klar. Na dann. Peace. Hallo alle zusammen. Sagt mal, wollt ihr wissen, was ich in meiner Tasche habe? Als erstes Notizbuch und Stift. Ein Muss, wo auch immer ich mich rumtreibe. Telefon, Patty, um sich bei Stress zu beruhigen. Der kann auch super hüpfen. Lipgloss, Mandarine, meine Lieblingsfrucht. Sonnencreme, ihr wisst ja, ich wohne am Strand. Lesezeichen aus dem Bücherladen und ein Schlüssel. Ich habe keinen Plan, wofür der ist. Mein Stein! Ich weiß nicht mehr genau, warum, aber als es mir mal nicht so gut ging, nahm ich meinen Dad mit runter zum Strand, damit ich einen klaren Kopf kriege. Und da fand ich diesen Stein. Wir malten jetzt drauf, um uns daran zu erinnern, dass wir im Hier und Jetzt leben. Wenn ich ihn mir ansehe, weiß ich, dass ich tief Luft holen soll, wenn es mal wieder stressig ist. Und es erinnert mich an ihn. Meinen Dad. Mein Mandarin-Wörterbuch. Ich lerne Chinesisch, habe ich das schon erwähnt? Stacys alte Kopfhörer, die sie mir geschenkt hat, weil ich meine verloren habe. Oh nein, Kens Portemonnaie. Oh, das muss er in die Tasche getan haben, als wir heute früh mit Niki surfen waren und hat's dann vergessen. Ein Papierherz. Oh, alles klar, das ist was ganz Besonderes. In dieser Schachtel ist ein Anstecker, den ich von meiner Oma bekam, als ich klein war. Und sie hat ihn von ihrer bekommen. Noch heute sagt sie mir, dass der Anstecker magisch ist, aber dafür muss ich wirklich ganz fest daran glauben. Was ich auch tue. Ein silberfarbener Lackstift. Naja, man kann nie wissen, ob man den mal braucht. Meine Bürste. 2 Honigstangen. Ich liebe Honig über alles. Mein Portemonnaie. Kleingeld und, Kaugummi. Und jetzt frage ich euch, was ist für euch die größte Überraschung in eurer Tasche? Peace! Zimmerführung! Ihr hattet mich darum gebeten, euch mein Zimmer zu zeigen. Also, dann fangen wir mal an. Mein Zimmer! Ich liebe es. Pink strahlt Stärke aus, oder? Ich find's super.
Mein Zimmer strotzt nur so vor Pink. Pink! Blau mag ich aber auch. Ich mag viele Farben. Mein Hündchen Taffy, sie ist total scheu. Einfach zum Knuddeln. Diese Seite vom Zimmer kriegt ihr ja nie zu Gesicht. Mein Bücherregal. Ich bin eine Leseratte und ich behalte alle meine Bücher. Ich sage euch, werft niemals Bücher weg. Ah, das ist mein Lieblingskinderbuch. Und hier ist mein Lieblingsmärchenband. Die habe ich Chelsea immer vorgelesen. Ah, das wird euch gefallen. Meine Nagellacksammlung und Nagellackstifte. Seht ihr, wir sind wahre Nagellackkünstlerinnen. Ziemlich verrückt, ich weiß. Meine Haarspangen-Kollektion. Einige davon sind uralt. Und hier ist meine Muschelsammlung. Die habe ich überall gesammelt. In Australien, auf Hawaii. Ich bin irgendwie eine kleine Sammlerin. Hier ist mein Bastelkram drin. Ja, sind super Sachen dabei. Ah, das ist cool. Das müsst ihr euch ansehen. Meine Origami-Kollektion. Ich werde immer besser darin. Und hier ist mein Teleskop. Meine Mom und ich betrachten so gerne den Mars. Nachts haben wir hier einen sternklaren Himmel. Oh, das dürfte euch auch gefallen. Ich zeige euch jetzt was, aber das muss unter uns bleiben. Oh, meine Messi-Schublade. Davon habe ich gleich zwei. Ich bin nicht so ordentlich, wie ich aussehe. Mein Kleiderschrank. Oh, hey, was ist das denn? Psch, keinen Mucks. Taffy, sie schläft immer unter meinem Bett. Wahrscheinlich hat Chelsea sie hier wieder heimlich gefüttert. Barbie! Was ist? Ich bin in meinem Zimmer. Ich nehme was auf. Hör dir mal meinen neuen Beat an. Okay, ich komme gleich. Ich hoffe, ihr findet mein Zimmer cool. Morgen seht ihr mehr. Peace! Hey ihr, ich wollte mich für eure super coolen Vorschläge für meine Videos bedanken. Karaoke-Challenge, Zimmerführung, mein Leben zeichnen. Postet doch mal kopfüber. Ah, so kriegt das einen ganz persönlichen Style. Was haltet ihr davon? Hey, ich habe da neulich ein ziemlich cooles Quiz gefunden. Welcher Songtyp bist du? Also finden wir mal raus, welcher Songtyp ich heute bin. Singst du unter der Dusche? Jeden Tag? Nie? Manchmal? Zweimal die Woche? Ha, zweimal die Woche? Ganz schön eigenartig. Ich würde sagen, jeden Tag. Welche Art Küchengerät wärst du gerne? Holzlöffel, Dosenöffner, Mixer, Nudelholz. Ich glaube nicht, dass ich gern ein Nudelholz wäre. Das ist zu streng. Ich glaube, ein Dosenöffner kommt der Sache schon näher. Ich bin sehr neugierig und ich bin der Meinung, dass Dosenöffner da genauso ticken könnten, aber nein. Ich glaube, ich bin der Mixer. Ich habe Power und vermische gerne Sachen. Welchen Geschmack magst du bei Süßigkeiten am liebsten? Sauer, Schokolade, salzig, alle zusammen. Auf jeden Fall alle zusammen. Nächste Frage. Wie muss deine Salsa-Soße schmecken? Also, das kommt drauf an, denn ich vergöttere Salsa, damit euch das klar ist. Scharf, pikant, mild. Kann ich nicht ausstehen. Scharf mit Nachos, pikant mit Chips und mild mit Eiern. Also sage ich, pikant. Was wäre dein absoluter Traumurlaub? Camping-Safari in Afrika? In Island die Polarlichter bewundern? Den Machu Picchu in Peru erklimmen? Mit dem Hochgeschwindigkeitszug in Japan fahren? Oh, das klingt alles fantastisch. Schade, dass man in diesem Fall nicht alle Optionen auswählen kann. Ich glaube, heute bin ich mehr Safari. Wenn im Supermarkt ein Lied gespielt wird, das du magst, tanzt du dann los? Japp, ich bin berüchtigt dafür, in der Öffentlichkeit zu tanzen, wenn mir der Song gefällt. Ist ein bisschen wie rumblödeln, da denkt man nicht nach. Wie bist du drauf, wenn du morgens aufwachst? Schlecht gelaunt? Denkt ihr etwa, dass ich schlecht gelaunt sein kann? Verpeilt, fröhlich, nichts davon. Naja, ich bin meistens fröhlich, wenn ich aufwache, allerdings total verpennt. Was ist dein Lieblingsinstrument? Balafon, Glasharmonika, Lure. Eine Lure? Löffel. Oh, also, ich weiß nicht, was ein Balafon ist, aber ich werde mich dafür entscheiden, denn es klingt so wie Xylophon. Und das war das erste Instrument, das ich spielen gelernt habe. Welcher ist dein Lieblingstanzmove? Pirouette? Butter Churn, Electric Slide, Square Dance. Heute
Electric Slide. Welcher Song bin ich? Ein afrikanischer? Fantastisch! Der passt total zu mir. Mal sehen, welcher Song ich morgen bin. Peace! Hallo, es ist Basteltag mit Chelsea. Was wollen wir heute machen? Also, ich möchte euch super gerne zeigen, was Herberto und Hazel immer machen. Einhornfrisuren! Warte mal, wer sind denn Herberto und Hazel? Du weißt schon, das sind die Friseure aus dem Zauberhaarwald. In Dreamtopia? Das sind doch die Igelfriseure. Na, du Stimmt. bist mir eine. Jetzt erinnere ich mich. Der Zauberhaarwald liegt im wundervollen Dreamtopia, wo euer Haar das ausdrückt, was ihr schon immer sein wolltet. Herberto und Hazel sind diese fantastischen Friseure, die mir gezeigt haben, wie man Einhornfrisuren macht. Und das zeige ich jetzt euch. Mit Barbie. Fantastisch. Was brauchen wir? Also gut, da wir leider keine Zauberkräfte haben. Oder wissen, dass wir sie besitzen. Brauchen wir ein paar Haargummis, einen Kamm, Haarnadeln, Aha. Klebeband okay. und ein Stück viereckig geschnittenen Bastelkarton. Bastelkarton? Jede Seite circa 3 cm lang. Okay, bist du bereit, Barbie? Ich kann's kaum abwarten. Also gut, als erstes müsst ihr einen Teil der Haare nach vorne kämmen. So wie hier. Dann macht ihr euch an den Einhornzopf. Dafür müsst ihr euren Pferdeschwanz in zwei Bereiche aufteilen. Aus dem ersten bindet ihr euch einen ganz steilen Pferdeschwanz, den ihr mit einem Gummiband gut fixieren müsst. So wie hier. Dann nehmt ihr den hinteren dünnen Pferdeschwanz und wickelt ihn um den vorderen. Genau wie auf dem Bild hier. Hazel sagte, dass man zusätzlich noch eine Haarklammer benutzen kann. Jetzt habt ihr einen wunderschönen hohen Einhornzopf. Kommen wir jetzt zum Horn. Ihr nehmt nun den Karton und rollt ihn zu einem Horn. So wie hier. Und fixiert es mit Klebeband. Jetzt müsst ihr die Haare um das Horn wickeln und es mit einer Haarklammer festklemmen. Und tada! Eure Einhornfrisur! Und gefällt sie dir, Barbie? Sie ist traumhaft. Das verleiht mir das Gefühl, dass ich alles schaffen kann, so wie sich ein Einhorn eben fühlt, oder? Absolut! Oh. Du bist wunderschön. Danke, Chelsea. Würdest du das bitte jeden Morgen für mich machen? Natürlich. Ah, fantastisch. Bereit? Ja. Peace. Ach, übrigens, ich wollte euch noch meine Fotos vom Abschlussball zeigen. Das ist das Kleid, das euch am besten gefallen hat. Es war ein absoluter Traum. Vielen Dank nochmal. Oh, und wie ihr seht, hat mich Ken begleitet. Wir hatten eine super schöne Zeit zusammen. Hi, okay, also gut. Wo fange ich an? Mein Name ist Barbie Roberts. Ich habe drei Schwestern und wir leben in Los Angeles, genauer in Malibu. Aber ursprünglich komme ich aus Wisconsin. Wir sind umgezogen, als ich 8 wurde. Meine Eltern sind beide Schriftsteller und sie dachten, es wäre toll, in der Nähe vom Strand und Meer aufzuwachsen. Aber jedes Jahr in den Ferien fahren wir nach Wisconsin. So genießen wir die Vorzüge beider Orte. Ich kann surfen und snowboarden. Meine Freunde und ich, wir lieben es, uns auszutauschen. Über neue Musik, Lieblingsfilme, Videos und abgefahrene Styles. Meine Schwester Skipper sagte zu mir, mach doch einen Vlog. Tada! Mein erster Post. Lernt mich besser kennen. Ich verrate euch 10 Dinge über mich, die ihr vielleicht doch noch nicht wisst. Meine drei Lieblingsfächer in der Schule, Chemie, Bio und Deutsch. Ich liebe Lesen und ich liebe es zu experimentieren. Mich haben schon immer viele Dinge interessiert, nicht nur in einem Themengebiet. Was passiert, wenn man Dinge verbindet, wie Essen, Musik und Kunst? Ich mag weder Spinnen noch Getränke mit Sprudel. Ich hoffe, dass ich einen Weg finde, Spinnen zu mögen. Es ist einfach nicht ihre Schuld, dass ich Angst vor ihnen habe. Das Ding mit dem Sprudel nun ist eine längere Geschichte. Ich singe bei meinen Hausaufgaben. Mir Songs auszudenken hilft mir beim Lernen. Schon mal ausprobiert? Meine Freunde und ich, wir lieben lackierte Fingernägel. Wir benutzen spezielle Stifte, um unsere Nägel zu designen. Ich wollte mich schon mit 2 Jahren selbst anziehen. Das sah nicht immer toll aus, weil ich eben manchmal rosafarbene Ballettschläppchen und dann wieder rote Tennisschuhe toll fand. Aber mein Outfit hat immer gezeigt, wie es mir in diesem Moment ging. Du bestimmst, wer du sein willst, richtig? Ich liebe Honig. Mit allem. Auch mit Brokkoli.
Meine Schwestern und ich lieben das Was-wäre-wenn-Spiel. Was, wenn ich eine Erfinderin wäre? Was würde ich erfinden? Wäre ich eine märchenhafte Meerjungfrau? Welche Zauberkräfte hätte ich? Wie sähe mein Haus aus? Oh, ich habe mich im Stand-Up-Paddling und Origami versucht. Naja, nicht gleichzeitig. Es wäre nicht leicht, das Papier trocken zu halten, weil ich andauernd ins Wasser falle. Bestimmt kriege ich den Dreh noch raus. Okay, ihr sollt wissen, wie das mit dem Sprudel war. Es war Sommer bei einem Wettkampf und der Witz war wirklich gut und... sagen wir, ich verzichte seitdem auf Sprudel. Besonders, wenn Chelsea in der Nähe ist. Dinge, die mich glücklich machen, am Morgen die Vögel zu hören und Dinge, die mir am Herzen liegen, mit Freunden zu teilen. Das war's fürs Erste. Tschüss! Checkt meinen nächsten Vlog. Ich habe mir schon was Neues für euch überlegt.